Hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute beschäftige ich mich mit der Frage, ob ich eher ein Optimist oder ein Pessimist bin. Und ich glaube, dass euch das bestimmt richtig doll interessieren wird. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Einschätzung, was ich für ein Mensch bin. Denn schließlich in meinen Vlogs beobachtet ihr mich ja ständig und habt immer im Blick, was ich denke und was ich sage und was ich vor allen Dingen auch mache. Und da könntet ihr ja in den Kommentaren einmal schreiben, bevor ihr das Video anschaut, was denkt ihr, bin ich Optimist oder Pessimist? Und dann erzähle ich euch doch jetzt gleich auch einmal, was ich glaube, wer ich bin und wie ich mich verhalte und ob ich alles positiv angehe oder eher negativ. Ich finde diese Frage interessant. Ich habe ein bisschen drüber nachdenken müssen und ich glaube, ich bin ein bisschen pessimistischer als optimistisch. Leider. Ich mag diese Eigenschaft an mir gar nicht, aber ich musste jetzt mal ganz ehrlich mit mir ins Gericht gehen und sagen und feststellen und urteilen, dass ich doch eher pessimistisch bin. Das betrifft eigentlich mein ganzes Leben und alles in meinem Leben sich Befindliche, weil ich denke, zuallererst, wenn irgendetwas Neues passiert, wenn irgendetwas anfängt, wenn irgendetwas kommt, erst einmal darüber nach, was könnte passieren, wenn es schief geht oder wenn es nicht klappt oder wenn es doch irgendetwas gibt, womit ich nicht gerechnet habe. Ich stelle mir immer die schlechteste Situation vor, also das Schlimmste, was sein kann. Und dementsprechend denke ich alle möglichen Konstellationen einmal kurz durch und handle mit Bedacht und mit Vorsicht und mit ganz viel Überlegung, bevor ich es dann tue. Das geht recht schnell, auch wenn sich das jetzt so lang hört. Ja, ich überlege und mache dann erstmal, weiß ich nicht, Buchführung oder ähnliches, bevor ich dann handle. Nein, so nicht. Das rattert ganz schnell in meinem Kopf durch. Ich gehe alle Situationen einmal durch, was kann sein, was könnte passieren, welchen Lösungen gibt es und wenn das und das ist, dann kann man das und das eventuell machen, aber um das zu vermeiden, würde ich dann eher das machen und so treffe ich dann ganz viele Entscheidungen in meinem Kopf für alle möglichen Eventualitäten und das ist sowohl im Großen so als auch in ganz kleinen, unwichtigen Dingen, die so im täglichen Leben passieren. Ich denke immer erst einmal, was könnte passieren, im schlechtesten Fall. Und das ist natürlich ganz eindeutig Pessimismus. Ja, wenn ich an Dinge schon pessimistisch herangehe, also mit der Erwartungshaltung, dass sie schief gehen könnten, um dann Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die das Ganze möglichst abmildern oder abfedern, dann ist das einfach nur keine gute Lebenseinstellung. Ich würde das gerne ändern, aber ich kann das nicht. Es ist so in mir drin. Andererseits muss man da natürlich dann auch wieder positiv bemerken, dass ich ja sehr lösungsorientiert bin, egal welche Situation es in meinem Leben gibt. Ich habe für alles und für jeden immer 5 Lösungen parat und die sind schon richtig gut durchdacht. Bevor überhaupt irgendetwas schiefgegangen ist, habe ich mir schon 100.000 Mal überlegt, was denn sein könnte, wenn. Allerdings hindert einen das auch an vielem, nämlich spontan zu sein, einfach mal alles auf sich zukommen zu lassen, einfach nicht dran zu denken, dass etwas schief gehen könnte. Und meine Art, so wie ich bin, nervt schon meine Umwelt manchmal. Meine Kinder weniger, die sind eher dankbar, wenn ich das und das sage. Die hören dann meistens auch nicht hin, wenn sie keinen Bock haben, so ein Kram sich anzuhören, ja, was alles passieren könnte, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Aber mein Mann, der kriegt das schon immer regelmäßig aufs Butterbrot geschmiert. Egal, was er auch vorhat, da werde ich ihm 3 Lösungen nennen, was passiert, wenn er das so und so macht und ihm dann auch noch vorhalten, es wäre doch besser, wenn du das dann so und so machst, ja. Eine Eigenschaft, wie gesagt, ich hatte schon mal ein Video drüber gedreht, die ich gerne ablegen würde. Ob man das jetzt tatsächlich als Pessimismus richtig bezeichnen kann, bin ich gar nicht mal so sicher. Ich würde eher sagen, dass ich sehr vorsichtig bin. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch und zwar in jedem Lebensbereich, den ich angehe. Gleichzeitig liebe ich es aber auch, Risiken einzugehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich
alles 100.000 Mal abwäge, bevor ich dann etwas eingehe, sondern ich gehe schon Risiken auch ein, wäge aber ab. Ja, also das und das könnte passieren, aber ich mache es dann trotzdem, weil ich eben Lust drauf habe oder weil ich es eben machen möchte, weil es mein Wunsch ist. Da habe ich schon auch einen sehr großen Eigensinn und mache es trotzdem. Ich weiß, dass das und das passieren könnte. Aber die Risiken, die sind gut durchdacht und sind alle im Vornherein auch abgeklärt. Klar, ich bin jetzt kein, bin ja jetzt auch nicht allwissend, aber so wie es eben in meiner Macht steht und in meiner Bildung und mit meiner Lebenserfahrung, die ich im Laufe meiner Jahre gesammelt habe, die wir ja alle gesammelt haben, wäge ich dann eben ab und durchdenke alles. Aber es hindert schon, ja. Also diese Spontanität am Leben geht schon ein wenig damit verloren und manchmal ist es auch einfach bescheuert, ja. Also ich meine, das muss ja nicht sein. Man kann das ja viel einfacher haben und kann einfach auch mal das Leben Leben sein lassen und muss sich nicht alles 100 Mal von jeder Seite durchdenken. Andererseits glaube ich aber, dass ich vielleicht zu 60% Pessimist bin, aber zu 40% auch Optimist. Warum? Weil ich eigentlich immer davon ausgehe, gerade wenn es um die Beurteilung von anderen Menschen geht, dass sie gutherzig sind, dass sie gut sind, dass sie nett sind, dass sie etwas Gutes im Leben erreichen wollen. Ich wünsche mir das, auch wenn der Pessimist in mir wieder rauskommt und sagt, das ist unmöglich. Ich würde sogar sagen, dass 80% aller Menschen einfach nur Kacke sind und nur 20% gutherzig und gut sind und wirklich auch es gut mit dir persönlich meinen. Aber das ist natürlich auch eine ganz persönliche Erfahrung, die ich im Laufe meines Lebens mit meinen Mitmenschen habe gesammelt. Ich glaube, es gibt viele, die einfach sagen, nee, also das sehe ich total anders. Meiner Meinung nach sind 80% aller Menschen gut und nur 20 nicht gut. Kommt einfach auch darauf an, was man für eine Erfahrung in seinem Leben gesammelt hat. Ja, kommt auch darauf an, ob du viele Bekannte, eine große Familie hast, die hinter dir steht, oder ob du dich immer allein durchschlagen musstest. Es gibt viele Faktoren, die da natürlich mit hineinspielen. Und bei mir ist es einfach so, dass ich sehr optimistisch bin und sehr hoffnungsvoll auch mit anderen Menschen und sehr neutral auch auf sie zugehe. Aber wenn ich merke, oh mein Gott, das ist jetzt aber richtig nicht gut und da ist sehr was im Argen, dann bin ich sehr, sehr vorsichtig und dann hat es eigentlich auch dieser Mensch mit mir verdorben. Ich werde das immer im Kopf behalten, was da passiert ist, und ich kann das dann auch nicht vergessen. Ja, leider auch eine Eigenschaft, die ich überhaupt nicht gut finde an mir. Aber so ist das halt. Ich glaube auch nicht, dass ich das ablegen kann. Optimistisch bin ich auch im Hinblick darauf, neue Dinge anzufangen, immer in der Hoffnung, dass das eine Veränderung in dem Leben bringt, etwas Besseres passiert, als man es bisher erlebt hat, neue Wege zu gehen, viel Neugier, viel, viel Veränderung erleben, möglichst viele Wege gehen, weil es doch immer in der guten Hoffnung ist, dass man da noch ganz viele bessere, schönere und vor allen Dingen viele neue Dinge erlernen kann. Ja, da bin ich immer sehr optimistisch, bin immer sehr gut dabei, wenn es darum geht, Neues für sich zu entdecken. Und ich glaube, das hat auch viel mit Optimismus zu tun. Und da dränge ich meinen Pessimismus meistens ganz weit nach hinten, weil da kommt da kommt die Fantasie wieder mit mir durch. Ich liebe es, Sachen zu lernen und neu zu entwickeln und neu anzugehen. Auch wenn der Pessimist in mir dann wieder sagt, das kostet viel Geld oder das nimmt viel Zeit von dir weg oder gibt es Dinge, die könntest du besser machen und da hast du schon Erfahrung. Bleib doch lieber auf deinem Weg. Veränder dich nicht ständig. Das kostet wieder viel Mühe und Energie. Aber ich glaube schon, dass ich von mir aus ein gutes Maß habe. Ich glaube, 60% Pessimismus ist gar nicht verkehrt. Ja, man muss halt auch nicht optimistisch sehen, sondern Dinge, naja, man muss sie halt, ich komme auf das Wort nicht, von oben herab betrachten, ich komme auf das Wort jetzt nicht, nicht zu gutmütig denken, aber auch nicht zu schlecht denken und eher mal so ein bisschen
auch überlegt, daran an die Sache gehen, es könnte auch schief gehen. Und wenn ja, dann muss ich aber einen Plan B entwickelt haben und möglichst schon bevor er schief gegangen ist, damit ich dann auch sofort reagieren kann und vielleicht noch das Schlimmste verhindern kann. Zu viel Gutmütigkeit ist, glaube ich, etwas, was einem, Gutmütigkeit ist auch das falsche Wort. Zu viel Optimismus, glaube ich, ist auch nicht gut und bringt einen wahrscheinlich auch nicht so viel weiter. So, das ist so meine Erfahrung. Und 60% Pessimismus ist, glaube ich, ganz gut und 40% Optimismus. Manchmal zu wenig, ja, gebe ich zu. Aber ich denke schon, dass sich das ganz gut die Waage hält, ja. Aber leider die Eigenschaft, viel kritisch zu sehen, viel auch nicht zu tun, weil ich da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Das muss ich auch noch mal mir ankreiden. Das ist auch leider eine Eigenschaft von mir, die ich habe und die vielleicht ein Optimist Mist, dann einfach nur so wegwischen würde. Ja, einfach was Neues her und egal was war und was passiert ist, schwamm drüber. Ja, das machen wir nochmal, das beginnen wir neu und das wird schon werden. Ja, da bin ich dann eher so, ja, aber es ist einmal schief gegangen und das hat da ja nicht geklappt. Wie soll denn das dann neu, nochmal dann werden, wenn wir das Ganze nochmal machen? Das sind so ein paar Dinge da. Da steht mir der Pessimismus dann doch manchmal im Weg und hindert mich dran, auch mich zu entfalten, ja, und auch meiner Fantasie, die mir eigentlich zu eigen ist und die ich so gerne aufblühen lasse, das wird dann so ein bisschen im Zaum gehalten durch durch meine Skepsis, die ich dann auch wieder an den Tag lege, ja. Aber im Grunde genommen würde ich schon sagen, ein guter Pessimist, aber auch ein ganz guter Optimist steckt in mir. So, meine Lieben, jetzt könnt ihr gerne drunter schreiben, was ihr, ob ihr da recht hattet mit eurer Vermutung oder ob ich vielleicht falsch liege in dem, wie ich mich beurteile. Bin gespannt und schicke euch viele liebe Grüße. Bis bald. Tschüss.